Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute möchte ich mit euch ein Unboxing der iPrep & Cook Gourmet von Krups machen. Ich habe mir die Maschine gegönnt und man sieht, das ist schon ein ordentlicher Karton, der da ins Haus kommt. Muss man ein bisschen schleppen, aber ich hoffe mal, da ist auch eine ganze Menge drin. Und genau das wollen wir jetzt zusammen machen. Ich mache den Karton jetzt mal auf und packe die Sachen aus und dann schauen wir mal. So, alle Sachen sind ausgepackt. Das ist alles, was im Karton gewesen ist. Ich fange mal an mit dem Papierkram und da fällt auf, dass Krups tatsächlich für die Maschine kein Kochbuch mitliefert. Das finde ich für den Preis, so knapp unter 800 Euro habe ich die Maschine erstanden, bei dem amerikanischen Versandhändler meines Vertrauens nicht so toll. Es ist dabei ein Gutschein, der war wohl früher auch schon dabei und mit diesem Gutschein kann man jetzt ein Kochbuch anfordern. Dazu muss man eigentlich die Rückseite ausfüllen, muss den Barcode vom Karton ausschneiden, dazu packen und den Kaufnachweis. Umständlicher geht es kaum noch. Also finde ich nicht so dolle für den Preis, aber gut. Dann haben wir dabei so eine Art Schnellanleitung, mit der man zumindest mal ganz eilig und in kurzer Zeit sich angucken kann, wie diese Maschine mit dem Handy verbunden wird. Es gibt ja bei der iPrep & Cook eine Bluetooth-Funktion, mit der man so ähnlich wie beim Thermomix, nehme ich an, ich habe es noch nicht ausprobiert, das sogenannte Guided Cooking machen kann. Schauen wir mal sehen, wie das so funktioniert. Dann haben wir die üblichen Werkzeuge, sage ich. Das ist so eine Art Bürste. Damit kann man die Maschine sauber machen, die Messer sauber machen innen drin. Und natürlich haben wir auch den obligatorischen Spatel dabei. Der sieht tatsächlich anders aus als bei den anderen Maschinen. Ich hatte bisher die Monsieur Cuisine Plus von Lidl, mit der ich auch sehr zufrieden war. Aber da ich auch ein Technik-Nerd bin, habe ich auch gern mal neue Sachen. Und die Maschine hier ist ein bisschen größer. Das war der Grund, warum ich mir diese Maschine dann mal angeschafft habe. Was haben wir noch? Wir haben die eigentliche Maschine hier natürlich. Und das muss man einräumen. Die ist schick. Also die ist wirklich schick. Tolles Display hier. Das ist schon sehr stylisch, sehr chromlastig. Und deswegen sieht man leider eben auch hier einen Fingerabdruck auf der Maschine. Muss man dann doch öfter mal putzen. Mal gucken, wie sich die Maschine bewährt. Programme teste ich natürlich aus. Dann haben wir den Topf, der auch sehr schick ist hier. Im Gegensatz zu dem Vorgängermodell, habe ich zumindest im Netz gelesen, ist der jetzt weitgehend aus Metall. Natürlich hat er auch Plastik hier noch, aber der ist schon sehr schick. Und der ist größer als von der Vorgängermaschine. Und das war auch einer der Gründe, warum ich eben gesagt habe, ich möchte die mal ausprobieren mit den, ich glaube, 2,5 Liter waren es bei der Lidl-Maschine. Mit den 2,5 Litern kommt man dann doch bei mehreren Personen schnell an die Grenze. Das reicht doch häufig nicht. Also hier ein bisschen mehr Möglichkeiten. Dann haben wir den Dampfeinsatz, so würde ich das mal nennen. Es gibt, soweit ich weiß, noch zusätzlich einen Dampfaufsatz, aber das hier ist so eine Art Garkorb, den man hier in den Topf einhängen kann und dann ist der hier oben drauf und unten runter kann man dann Flüssigkeit einfüllen und Sachen schon mal dampfen hier, allerdings auch relativ kleine Mengen. Ja, was haben wir noch dabei? Dann natürlich den Deckel. Der Deckel hier, sehr massiv. Er hat schon ordentlich Gewicht. Der ist, soweit ich das hier sehe, zumindest bei den Griffen aus Metall. Das hier oben ist Glas und das hier vermute ich mal ist Kunststoff. Oben drin ein sehr massiver Stopfen, wie wir das von anderen Maschinen auch kennen. Insgesamt alles macht einen sehr wertigen Eindruck, das muss man sagen. Das zumindest optisch und wenn man es anfasst, hat man den Eindruck, das ist alles sehr wertig. Ja, was wir dabei haben und auch das ist, soweit ich das weiß, eine Besonderheit für diese Maschinen. Jedenfalls die ich bisher kenne. Wir haben hier verschiedene Einsätze. Ich packe mal die Maschine weg. Verschiedene Einsätze. Und das ist eine tolle Sache. Das war einer der Gründe, warum ich auch mal dieses neue System ausprobieren wollte. Man hat hier so eine schicke Box. In der Box sind 4 Messer, Einsätze, Rührgeräte. Und die kann man in den Topf einsetzen. Das gucken wir uns nachher an. Und wir
schauen mal die einzelnen Teile uns an. Hier vorne ist das, was das sogenannte Ultra Blade sein soll, also das eigentliche Hackmesser. Das soll wohl sehr scharf sein. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht so richtig ausprobiert. Gucken wir mal, ob sich das bewährt. Das ist der erste Einsatz. Dann haben wir hier einen Einsatz, der zum Rühren gedacht ist. Die anderen Maschinen haben zwar teilweise auch Linkslauf, aber wer mit den anderen Maschinen schon gekocht hat, der weiß, bei Linkslauf und längerer Kochzeit, da sind dann doch die Suppen oder eben auch das Fleisch, was man drin hatte, püreeartig. Also das wird dann sehr schnell Babynahrung und ich hoffe, dass das mit dieser Maschine nicht der Fall ist. Ja, dann haben wir hier nochmal einen Einsatz, den kenne ich so landläufig als Schmetterling, zum Sahneschlagen oder für andere ähnliche Konsistenzen, die man einsetzen kann. Und als drittes gibt es hier ein Gerät, das man nicht auf den ersten Blick so richtig identifizieren kann. Das ist der Teigkneter, Teighaken, also mit dem kann man Teig zubereiten und wohl auch Nüsse und andere Sachen klein hacken. Mal schauen, wie das funktioniert. Ja, soviel erstmal zu den einzelnen Sachen, die hier drin sind und jetzt versuchen wir mal das Maschinchen zusammenzusetzen. So, schauen wir mal, wie sich die Sachen zusammensetzen lassen. Die Maschine ist ja ordentlich schwer, die hat schon ein paar Kilo, wird ja auch nicht ständig bewegt. Bei mir steht sie ohnehin auf so einer Gleitplatte, damit sie mal nach vorne gezogen werden kann. Also hier schon standfest und ich nehme mal den Topf, setze den ein. Das geht easy, das ist wirklich einfach. Der Topf rastet deutlich hörbar ein, hinten ist so eine Art Nase, wo man den Topf dann dranhängt, einhängt und dann rastet er ab. Also steht gut, geht gut, kein Problem. Dann setze ich mal das Blade ein, das Messer. Und das ist schön bei der Maschine, da muss man nichts machen. Den hängt man quasi nur oben drauf und dann rastet der selbst ein oder hängt sich von selbst ein. Und genauso schnell kann man ihn eben wieder auch rausnehmen und möglicherweise durch einen anderen Einsatz ersetzen. Das finde ich wirklich schön, denn man sieht natürlich, wenn man die Einsätze hier rausnimmt, dann ist der Topf deutlich leichter sauber zu machen als bei den Maschinen, die ich so bisher kenne. Und man kriegt natürlich auch die Sachen deutlich besser raus. Ich erinnere mich schon noch mit Grausen daran, wenn man versuchte aus den anderen Töpfen Kartoffelpüree oder Teewurst, die ich so gerne mache, rauszuholen. Das war schon eine mühsame Angelegenheit. Häufig musste man das Messer wirklich unten richtig rausschrauben, damit man rankam. Das muss man hier vermutlich nicht. Also ich setze mal hier diesen Einsatz ein für harte Sachen und für Teig. Und jetzt kann man auf diesen Einsatz auch den Garkorb setzen. Das finde ich ganz tricky. Denn der geht jetzt hier rein. Jetzt sieht man, dass oben dieser Anfasser oben von dem Messer durchgeht. Und jetzt kann man unten eben Suppe einfüllen und oben Sachen, die man garen will, vielleicht eine Suppeneinlage, Kartoffeln, andere Sachen, damit die nicht so matschig werden und man hinterher noch ein bisschen bissfeste Einlage hat. Das sieht alles ziemlich gut aus. Ja, und dann kommt der Deckel. Da muss ich ein bisschen gucken. Da gibt es so eine Nase hier, da gibt es extra so ein kleines Dreieck, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ja. Und hier, und die müssen wohl übereinander liegen. Ja, so viel erstmal zur iPrep and Cook von Krups. Und ich werde das Maschinchen jetzt in nächster Zeit testen und mal schauen, was die Maschine so kann. Das war es erstmal fürs Unboxing der Maschine selbst. Falls es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.